Daddy ist zurück! Wow! Mit einer neuen Folge Escape Academy. Ich wünsche euch viel Spaß! So, als nächstes kommt der Drescher, aber vorher gucken wir ganz kurz nochmal die alte Eskapisten. Können wir nochmal ein bisschen reden. What's good? Ich habe mich... Ah, und wie ihr sehen könnt, habe ich mich nach unten gesetzt, damit ihr die hübschen Gesichter da oben sehen könnt. Von Professor Slip zum Beispiel. Vielleicht hat das den einen oder anderen gestört, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit diesen neuartigen Farben beschäftigt. Wusstest du, dass Forscher jetzt einen Blauton entdeckt haben, der das blaueste Blau ist, das es je gab? Ich habe gerade etwas von diesem Zeug in Orange bekommen. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich hoffe, diese Verwirrung wird dem Drescher nicht allzu sehr auffallen. So, das ist Jeb, der Hausmeister. Der wird wohl unsere Hilfe brauchen. Mal schauen, was das mit den Fragezeichen auf sich hat. Vielleicht hat man etwas auf Zeit, etwas nicht auf Zeit, wie im Prolog. Hey, da bist du ja wieder. Freut mich, dass du dich zurechtfindest. Ja, einigermaßen. Bin gerade mit ein paar Wartungsarbeiten beschäftigt. Dies ist ein besonderer Raum. Er wurde von dem verstorbenen El Barnes entworfen, dem größten Eskapisten, der je durch diese Hallen wandelte. Er ist nur für sehr weit fortgeschrittene Schüler der Akademie gedacht. Man nennt ihn nicht umsonst der Drescher. Ich muss nach oben in den Beobachtungsraum und Klebeband holen. Könntest du das Wassergitter für mich überprüfen, während ich weg bin? Ich habe den Raum deaktiviert, es besteht also keine Gefahr. Bin gleich zurück. Nichts anfassen. Okay. Wir haben keine Zeit. Das heißt, wir können uns ein bisschen Zeit lassen. Schlüssel bin ich schon bereit. Ja, sollte ich überhaupt noch benutzen. So, okay, hier ist eine Hand. Gucken, nehmen, Kneifzange, Hammer, Schraubenzieher, uiuiui. Aufwärts, immer abwärts. Okay, ich muss scheinbar immer weiter nach oben, Ich habe für den ersten Raum 5 Minuten. Untersuchen, der Strom ist ausgefallen. Ich dachte, ich hätte den Strom angestellt. Achso, okay. Wir testen Nerven. Na, nehmen wir erstmal den Schraubenzieher. Nein. Doch, brauchst nicht. Hammer? Jawohl. Wir testen deine Nerven. Okay. Sind überhaupt nicht deaktiviert, ich muss hier raus. Schlüssellochkiller stellt Polizei vor Rätsel. Zu quaken ist jetzt auch nicht. Wir testen deine Nerven. Herz. Nerven? Deine. Okay. Ist hier noch was? Schau mal nicht, klettern wir mal hoch. Okay, don't panic. Take it one floor at a time. Okay. Nicht, keine Panik. Oh yeah! So, was haben wir hier? Eins.
Gelb ist ungerade. Okay, okay. Kein Metil sollte auf 5 stehen. Rot ist zweimal gelb. Sechs sein. 5 ist 1. Und würde das für die 2 sein? Nee. 5 ist keiner von beiden. Rot ist zweimal gelb. Was steht hier? Blau ist mehr als gelb, aber weniger als rot. Wo ist denn blau? Oh! Ah. Da, 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 da. Blau ist mehr als gelb, aber weniger als rot. So, komm mal hier ran. Mikrofon. Das heißt, das ist 1, 2, 3. Quatsch. Das ist 3, das ist 4 und das ist 6. Yay. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Nehmen wir mal das gute Ding. Nehmen den Schlüssel. Schön. Und Tschüssikowski. Was haben wir hier in der Kamera? Benutzen. Camcorder. Wofür brauche ich jetzt den Camcorder? Ich glaube, was soll das aufnehmen? Ein Signal. K-Signal. Du bist doch mal mit Signal. Ansehen. Camcorder. Kein Signal. Vielleicht kein? Steht eine 2. Das ist etwas unschön, ehrlich gesagt. Ah, benutzen. Lass sie wieder runterdrehen. Okay, 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 okay. Was sehen wir jetzt hier? Gabel. Cool, cool, cool. Oh, weiter geht's. Yay! Hinaufgehen. Oh, muss ich extra mal drücken. Kill, kill. So, 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 so. Schließen. Öffnen. Schließen. Das könnte ich jetzt noch die letzten 8 Minuten machen. Ah. Tresorhandbuch. Öffnungsanleitung. Ich habe jetzt wieder auf A gedrückt und da gibt mir wieder hier Hinweis. Hinweis Modell 5. Toll. Acrylplatte. Ja, soll das sein? Eine 8? Alles keinen Sinn. Don't mind the stuff everywhere. I'm in between apartments right now. Stay focused. Nee, Acrylplatte, okay. Okay, was sind dann wohl die Zahlen von den Acrylplatten? Okay. Das ist für den Mod 5. Was machen wir zuerst? Hier Acrylplatten oder? So, was könnten wir hier reinmachen?
6, 1, 8, ja. Probieren wir es mal aus. Was war hier? Ja. 6. Verschlechterung. 1, 8. Der Griff fehlt. Okay, jetzt müssen wir. Können wir uns das hier anheften? Aber. Zack, zack, zack. Zack. Achso, das ist Mod 4. Wir müssen Mod 5. Das heißt, es ist etwas, was hier noch nicht ist. Das heißt, wir müssen mit Kreis anfangen? Nee. Wie soll man denn da drauf kommen? Ach so, wir fangen mit einer zurück. Fangen vielleicht mit der Drehung an. Drehung, dann was haben wir hier bei der zweiten? Ja, danach müsste wieder zweimal. Drei. Jawohl. Kannst du mal Viereck, Punkt, Punkt, Viereck. Drehung. Das ist das Muster. Umschalten. Hab jetzt den Strom ausgemacht. Ah, 618T. Ich glaube, ich muss jetzt hier Buchstaben draus zaubern, oder? Ucht. Vielleicht die zwei nochmal umtauschen. Das wäre dann wieder die 6. Lösen. Gibt es vielleicht noch mehr Buchstaben? Als letztes auf jeden Fall ein T. Ist dafür vielleicht noch irgendwo eine Art Hinweis? U-O-H-P. Weiter, 5 Minuten? Das ist vielleicht der richtige Winkel, wenn man drauf guckt. Was ist denn mit dem T auf sich? Müsste ich eigentlich schon direkt die Lösung sehen, wenn ich die Zahlen einfach richtig habe? S, E, S, E, 8. Nee, seht. 6, 1, 8, dachte ich. Gibt.
machen wir das Level schnell noch mal. Noch mal bis hier neu gespielt. Gegen Ratzfatz, wo man weiß, wie es geht. So, wollen wir hier mal weitermachen. Keep it together, Jim. They're gonna get out just fine. Du geschaut. Über, unter, über, unter. Wasserdruck, Wassermesse, okay. Wassertiefe. Was soll ich hier bloß machen? Mal alles aufschrauben. Codierschema. U plus Ü. Okay. Seltsames Gerät. Unseltsames Gerät. Ja. Was ist das? Wasserqualität. Über hier kann ich etwas reinstecken. Ansehen. Nein? So, Bohre. Bohre. Drück mal eben auf Pause. Läuft es eigentlich weiter, wenn ich Pause drücke? 28, 23. Nee, scheinbar nicht. So, Bohre. Bohre. BR. J. G. Was haben wir da auf der Seite? Hagre. Und U E A E X. So, Hore wäre U bzw. Ü. Ist ein B. R ist ein E. Über wahrscheinlich. E ist ein R, ja. So, T. G. G. R war ein E. J ist ein B. U ist ein H. P ist ein C. Gibt keinen Sinn. T, R, J, U, oder? Ach, das war ein V. Oh, meine Schreibschrift ist wieder grandios. Gewicht. Und U ist wieder ein H. Ja. Und G ist ein T. Gewicht. Übergewicht. Hagre. H. Ist ein U. Ist ein N. G ist ein T. R war ein E. E war ein R. Unter. Q. D. E. R. A ist ein U. Unterdruck. Übergewicht, Unterdruck. Schätze ich mal. Ja, PSC, ja, okay, Y ist ein L?
Nee, ist vielleicht ein X, oder? Ja. Wieder meine Schreibschrift. Der schnelle. Okay, Übergewicht, Unterdruck. Unterdruck, das heißt hier. HR. Nässe, Tiefe, Gewicht. Ja. Mehr. Mehr müsste das bedeuten. Okay. Da geht's echt um Zeit. Oh heck! I wish I'd spent more time studying these puzzles. Uiuiuiui. Ich habe echt Spaß. Was muss wohin? Also das wird schon mal nirgendwo hin, denke ich mal. Also lassen wir das mal hier hinlaufen. Hoch. Schreiben wir uns das mal auf. Hoch. Ne, es müssen wahrscheinlich die Buchstaben sein, die markiert sind. Die schreibe ich mir auf. Ah. So, N. N ist wahrscheinlich der letzte Buchstabe. Gut, hier geht's weiter. Das macht schon mal keinen Sinn, obwohl das hier hoch geht, machen wir es mal so. Jetzt hier hoch, da lang. Einmal im Kreis, ne? Nee. Das ist auch hier gelandet. E. Der zweite Buchstabe. E. So, wie kriegen wir das aber jetzt hin, dass wir das... Okay. H. Jetzt fehlt das noch einer. Hein. Macht das Sinn? H-E-E-N. Das war's nicht, das wäre zu leicht gewesen, hä? Herz. Geiz. Zorn. Neid. Sind vielleicht alle Wörter eingeben? Suchen wir es mal mit. Der ersten wäre Herz. Nee. Das bleibt gleich, der wird auf jeden Fall. Aber was ist jetzt hier falsch? Das verstehe ich nicht. Hier sind ja auch noch welche. Jetzt verkehrt hier. Drei. So, weil ich das hier gedreht habe, ne? So, jetzt stimmt das ja wieder. Sind auch Farben. Pink, schwarz. Pink. Schwarz. Nee.
Vielleicht muss es ja ein richtiges. Vielleicht nee, andersrum? Ich will das nicht nochmal machen müssen. Da steht die Zeit. Wir sind schon fast fertig. Wir brauchen nur hier das letzte Ding. Und da haben wir doch schon. Wir haben es doch schon. Denke ich. Oder ist es genau andersrum? Hier wird dann ein K. Ich mache das wieder zu kompliziert. Da wäre dann ein D. Macht keinen Sinn. E. Das? Okay, da komme ich nicht dran. Dann werde ich hier ein H. Macht auch keinen Sinn, überhaupt nicht. Oder muss ich ein Gefühl erraten? Vielleicht geht es ja darum. I don't know. Neid. Geiz. Herz. Zorn. Zerbrechlich? Hätte ich das doch gleich gehabt. So, eins. Eins. Ich hab schon. Z. Ich rate. Ich rate jetzt einfach ganz schnell. Und sag, das heißt Ziel. Zwei. H. Dann die E. Da ist dann das dritte. F. I. Zeit? Nein! Was ist denn? Warum macht er denn hier? Warum macht er denn hier Hinweis? Das ist ja doch nur A gedrückt. Aber schnell. The message! What message? I wasn't paying attention! Denk daran! Was? Ich hab's jetzt geschafft. Wie lautet die Moral von dieser Geschichte? Wie bitte?
Bye. Mehr. Deine. Ne, keine. Eine Gabe. Gibt mehr Zeit. Uiu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 i. Das war echt heftig. Wow. Das Schwester war wieder mal... Mal einer Kopf. Gut, da mein zweiter Versuch. Hat es ja doch noch geklappt in den letzten Rätseln. Das war alles kein Problem, aber dieses gibt, dass die 6 ein G ist und die 8 ein B, das hat bei mir lang gedauert. Ich habe da ja noch in meinem ersten Versuch nochmal 5 Minuten drauf gepasst, nochmal 10 Minuten. Bei den 10 Minuten, letzte Sekunde, habe ich gedacht, ah mein Gott, das ist ein G. Und dann dachte ich mir, dass es ein gibt, ja. Ja, gut. Impressive. You shouldn't have even survived. Gute Rätsel, ja. Heilige Petunie, du hast es geschafft. Ich dachte schon, ich müsste dich da rausfischen. Wer hätte gedacht, dass so ein bisschen Wasser so nervenaufreibend werden kann? Ja, so ein bisschen Wasser, das dich ertränken kann, ist schon kann aufreibend sein. Ich schätze, es ist wichtig, in stressigen Situationen konzentriert zu bleiben. Hey, war das nicht eine wertvolle Lektion? Vielleicht sollte ich Lehrer werden. Ich weiß nicht. Professor Jefferson, hört sich gut an. Ja. Puh, das war ein gutes Ründchen. Yeah. So, da haben wir doch schon ein bisschen mehr. Eins mehr. Sinnvoll, ui. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao, ciao.